Hi, ich bin André. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Formats Centerparks Naturliebe. Hier geht es um die Themen Natur, Tiere, Nachhaltigkeit und DIYs. Und wir sind hier heute im schönen und vor allem grünen Centerparks Ferienpark Bispinger Heide. Hier direkt am Naturerlebnispfad, da könnt ihr durchlaufen mit Rangerin Imke und ganz viele Tiere erleben, ganz viele Pflanzen und natürlich auch einiges erfahren über die Geheimnisse der Natur. Ein Geheimnis verrate ich euch schon mal vorab, und zwar um was es heute geht. Es geht um Insektenhotels und auch Nisthilfen. Also was kann ich dafür tun, um Insekten und gerade Wildbienen eine gute Überwinterungsmöglichkeit zu bieten? Was tut den Tieren gut und was muss ich dabei beachten? All das werde ich auch gleich mit Rangerin Imke besprechen. Und ich werde versuchen, ein Insektenhotel zu bauen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich bin sehr gespannt, hoffe ihr seid's auch. Dann geht's jetzt los. Und da ist sie auch schon, Imke. Danke, dass du heute Zeit für uns hast. Jetzt sind wir mittendrin im Naturerlebnispfad. Du führst die Gäste hier durch. Vielleicht kannst du uns zum Start erstmal was über den Pfad erzählen und natürlich auch über deine Arbeit hier. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns hier auf dem Nature Trail im Park Bispinger Heide. Mit den Gästen mache ich hier Naturexpeditionen. Das heißt, wir laufen hier 3 Kilometer. Mit verschiedenen Schwerpunkten, verschiedene Themenpunkte. Die Gäste sollen alles erkunden, sollen anfassen, sollen selber entdecken. Ansonsten habe ich noch verschiedene Bastelaktivitäten und wenn es richtig interessant werden soll, so eine Art Überlebenstraining für speziell Kinder. Was ist, wenn ich mich draußen verlaufen habe und dann ein paar Tage draußen in der Wildnis verbringen muss, bis ich den Weg nach Hause gefunden habe. Cool. Und absolutes Highlight, ganz neu, ist das Feuermachen mit Feuerstahl. Oh, das klingt auch sehr spannend. Du hast auch viel mit Tieren zu tun. Wie sieht's da aus mit den Bienen und den Insekten? Das sind natürlich hier die Hauptbewohner unseres ganzen Trails. Wir haben natürlich, wie ihr überall seht, ganz viel Totholz. Das ist der Hauptlebensraum von den Insekten. Das werden wir uns nachher auch noch angucken. Wir haben hier alles extra liegen lassen, sodass die Insekten genügend Nistplatz finden. Für die Wildbienen sind ja die meisten Arten, dass die im Boden leben. So, das heißt, auch hier findet man ganz viele Löcher, wo denn die Bienen brüten. Jetzt geht es heute ja um Insektenhotels und Nisthilfen. Wie stehst du dazu? Das Insektensterben ist ja immer wieder ein großes Thema. Es ist überall präsent und so eine Nisthilfe ist natürlich für den Garten erstmal total toll, um sich damit auseinanderzusetzen. Kinder können etwas entdecken, man kann schauen, wie eine Wildbiene, wenn man jetzt so etwas für Wildbienen fertig macht, wie die Kinder entdecken können, wie so eine Biene brütet, wie sie lebt. Jetzt werde ich, und das habe ich am Anfang schon verraten, heute versuchen, ein Insektenhotel zu bauen. Glaubst du, ich krieg das hin? Bin ich fest von überzeugt. Okay. Gibt es irgendwas, was ich beachten muss? Irgendeinen Tipp vielleicht vorher noch? Das Wichtigste ist eigentlich das Füllmaterial. Und zwar, die meisten Insektenhotels, die wir so zu kaufen kriegen, sind vollkommen ungeeignet. Einfach, weil es das falsche Füllmaterial ist. Eine Nisthilfe ist hauptsächlich für die Wildbienen. Gar nicht so für andere Insekten, wo man aber auch wieder schauen muss, wenn man zu viele Arten auf engem Raum zusammenfärcht, die vertragen sich nicht. So, das heißt, man schaut, dass man so eine Nisthilfe, so ein Insektenhotel, ist eigentlich mehr eine Nisthilfe für die Wildbiene. Okay, gut. Ich werde das Ganze probieren. Imke, vielen Dank für den Moment. Wir werden uns aber später noch mal sehen, denn du wirst mein Insektenhotel später noch bewerten. Da bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich drauf. Wir befinden uns jetzt in der DIY-Holzhütte, die zum Naturerlebnispfad gehört. Das hier ist alles, was ich brauche für den Start des Insektenhotels, fürs Bauen. Wir haben eine große Holzkiste, das wird unser Insektenhotel. Wir haben ganz viele Holzbaumscheiben. Wir haben große Holzstücke, kleine Holzstücke, Bambusrohre und ansonsten ganz viel Werkzeug. Das ist mal der Start und jetzt geht's los. Als allererstes will ich diesen großen Stamm hier vielleicht so in die Mitte bringen. Okay, dann geht's jetzt ans Sägen. So, Schritt Nummer 1 ist geschafft. Ja, schaut gut aus. So, hier legen wir die Baumscheiben rein und die Löcher zwischendrin füllen wir jetzt mit weiterem Holz oder natürlich auch mit den Bambusstöcken. Oh, brauchen wir noch ein paar mehr. Die Bambusstücke könnt ihr übrigens immer fixieren mit ein bisschen Draht, dann halten die besser im Insektenhotel. So, und jetzt, was super wichtig ist für die Bienen, Löcher, in die sie reingehen können. Die haben wir schon teilweise beim Bambus, aber wir brauchen die Löcher jetzt natürlich auch in den Holzscheiben. Und das machen wir jetzt.
kleinere und größere Löcher. Und ruhig viele Löcher, weil Insekten verkriechen sich gerne. So, und jetzt basteln wir noch ein kleines Dach, damit, falls es regnet, das Insektenhotel innen drin nicht nass wird. Dazu nehmen wir ein Stück Rinde, kleines Stück. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir das einfach hier abbrechen können. Yes. So sieht unser Insektenhotel jetzt aus. Ich bin sehr gespannt, was Imke dazu sagt. Imke, was sagst du zu meinem Insektenhotel? Ist doch gut geworden. Danke. Also für den ersten Versuch, finde ich, kann sich das sehen lassen. Was hätte ich besser machen können? Ja, also das Wichtigste ist, wenn die Bienen hier in die Löcher einziehen, hast du hier vergessen, einmal abzuschmürgeln. Weil alles, was da in den Löchern jetzt noch rumhängt, beziehungsweise ein klitzeklein Splittern ist, macht die Flügel der Bienen kaputt. Ah, super wichtig, dass man von außen alles abschmürgelt. Und danach kann man um so einen kleinen Schraubenzieher einfach das Schmirgelpapier drum wickeln, dann reingehen und von drinnen auch noch mal abschmürgeln, dass da wirklich keine Rückstände, keine kleinen Splitter mehr sind. Okay. Aber ansonsten? Wenn du es bewerten müsstest, ich sag mal so auf einer Skala von 1 bis 10, so 1 ist grottig und 10 ist großartig. Wie viele Punkte gäb's? Ich gebe dir eine 7. Das ist gut. Und zwar, weil du vergessen hast, ja, das abzuschmürgeln und innen drin sauber zu machen. Und es könnten ein paar mehr Bohrlöcher sein. Das ist der Punktabzug. Aber ansonsten finde ich, für den ersten Versuch kann man das durchaus aufhängen. Und Dach? Schön, oder? Das ist der Hammer. Okay, danke. Das liegt ein Punkt wieder oben drauf. Imke, vielen Dank für deine Zeit heute. Gerne, hat Spaß gemacht. Das war ein sehr spannender und ereignisreicher Tag hier im Centerparks Ferienpark Bispinger Heide. Ich weiß jetzt, wie man ein Insektenhotel baut. Und falls ihr es nachbauen wollt, Infos gibt's in der Videobeschreibung. Außerdem drücke ich euch die Daumen. Wir verlosen nämlich unter allen Kommentaren 15 Insektenhotels. Viel Glück dabei und ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Damit ihr nichts verpasst, folgt gerne unseren Kanälen auf Social Media, folgt uns hier bei YouTube und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.